ihr da bekommen? Ach du meine Güte, das ist ja eine Bombe. Die sieht wohl kaputt aus. Ach so, die ist essbar. Boah, wie lecker. Ein wahrlich exklusiver Geschmack. Wow, das ist unmöglich. Einfach genial. Ich würde sie auch gerne probieren. Wow, bist du schon fertig? Noch ein letztes Detail ist geblieben. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Stoppuhr gegessen habe. Voll lecker. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt von da. Das ist ja eine echte Bombe. Was sollen wir jetzt tun? Was ist hier los? Hallöchen. Ihr braucht hier Hilfe? Ich werde euch helfen können. Das war's, jetzt seid ihr in Sicherheit. Was ist das denn? Ich frage mich, ob das explodieren wird. Ich muss mich wohl beeilen. Weiß jemand, wie das geht? Oh, der Timer ist noch schneller geworden. Ich muss gehen. Mach's gut. Oh, die fliegt ja hoch. Was sollen wir jetzt mit der Bombe machen? Keine Panik, ich habe einen Plan. Hä, wie soll das helfen? Das Huhn vielleicht? Sicher nicht. Und das hier? Nein, pack das weg. Bist du langweilig? Okay, ich hab's gefunden. Das sollte definitiv funktionieren. Jetzt muss ich den richtigen Draht finden. Bitte, 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 bitte. Hoffentlich klappt das. Bitte, Mary. Es hat geklappt. Nein, die Zeit läuft noch schneller. Du meine Güte. Oh Mann, ich bin voller Schokolade. Ich auch. Wer von uns schafft mehr Schokolade? Das werden wir sehen. Noch eine und noch eine. Unentschieden. Das war großartig. Na dann, fangen wir mal an. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ein neues iPhone. Ich habe auch eins. Haben wir etwa die gleichen Geschenke? Keine Ahnung. Wir müssen es überprüfen. Oh, das fühlt sich so toll an. Und die ganzen Apps. Wieso funktionieren die nicht? Ach so, das ist ja ein Schokoladen-iPhone. Sowas habe ich noch nie probiert. Wow, wenn du ein Schokoladen-iPhone hast, habe ich ein echtes. Super. Zeit, ein paar Selfies zu machen. Voll die coole Idee. Lächeln. Du ruinierst mein Foto. So ist besser. Na, warte. Meine Rache wird grausam sein. Meine Güte! Oh nein, mein iPhone! Das geschieht dir recht. Du hast mich erschreckt. Ups. Oh, wo war nochmal mein Schokoladen-iPhone? Oh nein, mein neues iPhone ist kaputt gegangen. Es war niegelnagelneu. Ah, ich habe eine Idee. Mary, was willst du? Lass uns Handys tauschen. Ja, wieso auch nicht? Oh nein, dein iPhone ist doch kaputt. Du hast mich reingelegt. Ist mein Schokoladen-iPhone? Gib es zurück. Oh Mann, es ist nur ein kleines Stückchen geblieben. Hä? Ein Schokoladenaufladegerät? Ich bezweifle, dass das hilft, aber es ist einen Versuch wert. Wow! Jetzt kann ich dieses iPhone endlos essen. Wow, Mary, da hast du ja Glück gehabt. Ich beneide mich schweigend. Wie lecker. Vielleicht kann ich mein iPhone ja auch aufladen. Es ist einen Versuch wert. Hast du eine Frisur? Du meine Güte. Ich will Erste sein. Wow. Wahnsinn, meine Lieblingskinderüberraschungen. Ich habe auch welche, ganze sechs Stück. Was, du auch? Aber wer von uns hat Schokolade und wer hat echte Eier? Oh ja, ich habe Schokolade.
fange ich mal gleich an. Milchschokolade, der Wahnsinn. Da sind M&M's Bonbons drin. Doppelt so lecker. Wow, sowas will ich auch haben. Ja, ich habe ja meine eigenen Kinderüberraschungen. Da war ein echtes Ei drin. Wie eklig. Ha, geschieht dir recht. Das ist voll unfair. Ich hoffe, das nächste Ei wird nicht so sein. Jetzt habe ich Angst. Oh nein, da war auch ein Eigelb drin. Ich hasse es. Sieht ja furchtbar aus. Ich mag die Runde. Schließlich sind die Kinderüberraschungen das Beste auf der Welt. Die sind selbst aus Schokolade. Und drinnen warten auch noch Überraschungen auf dich. Oh, kleine Schokokugeln. Die liebe ich. Aber ich will auch eine Kinderüberraschung haben. Chelsea, gib mir was. Nein, ich gebe dir nichts. Das gehört mir. Chelsea, du bist voll gierig. Was soll ich tun? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde Chelsea austricksen. Vielleicht versteht sie dann, dass man mit Freunden teilen muss. Was nehme ich mir als nächstes? Das hier. Boah, nee. Wieso schmeckt das so eklig? Hat es dir nicht gefallen? Ah, du steckst da dahinter. Jetzt wart's mal ab. Oh, mein Gesicht. Dein Prank ist nach hinten losgegangen. Boah, wie eklig. Du musst alle deine Kinderüberraschungen aufessen. Oh, nicht das. Okay, das sind ja schließlich die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Einen Moment. Was hast du vor? Ich nehme mir ein Ei. Ich nehme mir ein Ei, schlage es in die Pfanne auf. Und daraus mache ich jetzt Spiegeleier. Das sieht köstlich aus. Kann ich was probieren? Nein, die sind für mich. Wie auch immer. Ein gefährlicher Kochtrick. Wow, das fliegt hier hoch. Na, warte. Oh, steht dir gut. Oh Mann. Ich werde nie wieder kochen. Ich fange an. Wow, das ist ja ein McDonald's-Set. Super. Oh, ich habe genau dasselbe. Ich probiere meins zuerst. Die Cola löscht perfekt meinen Durst. Hä, was ist denn da passiert? Ach so, ich habe eine Schokoladen-Cola. Ich liebe Schokolade. Wow, voll cool. Da sind ja M&M's drin. Wahnsinn. Das ist die perfekte Kombination. Ich will auch sowas haben. Probieren wir mal. Oh nein, jetzt bin ich klatschnass. No! Na, hat dir deine Cola-Dusche gefallen? Daran ist nichts lustig. Ups. Wie schade, dass du deine Cola nicht mehr hast. Die Pommes sind ja auch aus Schokolade. Ist ja cool. Sowas hat noch nie jemand probiert. Ich will gleich alles aufessen. Köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Selbst die Packung ist essbar. Ist das dein Ernst? Du verarschst mich doch. Die ist nicht essbar. Mann, jetzt bin ich ganz ohne Pommes und ohne Cola. Reg dich nicht auf. Hier hast du was. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich köstlich. Okay, jetzt kommt der lustigste Teil. Hey Oma, bleib wach. Oh ja, tatsächlich. Meine erste Aufgabe, Pfannkuchen. Was sitzt hier rum? Ach, das ist meine Spezialität. Verlieren wir keine Zeit, meine Enkelin ist schon lange hungrig. Wir schalten den Herd ein, jetzt nehmen wir die Schöpfkelle. Und
und die Pfannkuchen einfach braten. Das ist ganz einfach. Jetzt kommen die Pfannkuchen auf den Teller. I've got it. Oh Mann, das ist ja voll langweilig. Ich mache die buntesten Pfannkuchen für meine kleine Schwester. Der wird sicher meine Idee gefallen. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Und noch ein bisschen. Und jetzt gut umrühren. Ah, oh, das sieht ja richtig cool aus. Das kommt jetzt in die Bratpfanne. Hm, scheint fertig zu sein. Schnell auf den Teller, bevor er verbrennt. Ich werde die Pfannkuchen in allen Farben des Regenbogens backen. Awesome. Ah, hier kommt noch etwas Butter drauf und natürlich darf auch Ahornsirup nicht fehlen. Lecker Schmecker. Cool. Oh, die sehen ja schön aus. Richtig bunt. Hier kommen noch ein paar Marshmallows drauf. Richtig toll. Das wird lecker. Hm, sowas würde ich selber gerne essen. Awesome. Okay. Ah ja, und noch ein paar bunte Streusel dürfen nicht fehlen. Richtig toll. Kinder sollten nicht zu viele Süßigkeiten essen. Deshalb kommt auf meine Pfannkuchen ein pochiertes Ei. Wir nehmen einen Topf, da kommt Wasser rein. Den stellen wir auf den Herd, machen einen Strudel und da kommt jetzt das Ei rein. Außerdem lege ich auf die Pfannkuchen ein bisschen Schinken und Salat. Unser Gericht ist fast fertig. Wir nehmen vorsichtig das Ei raus. Und zum Schluss noch natürlich ein bisschen Petersilie. Ich bin stolz auf mich. Igitt. Wir sind fertig. Ah, das sieht alles so lecker aus. Probieren wir die mal. Richtig lecker. Okay. Come on! Wow, diese sehen so bunt aus. Mega lecker. Das ist eindeutig mein Favorit. Was haben wir hier? Das ist ja voll furchtbar. Hey, nee, das will ich nicht einmal probieren. Die bunten Pfannkuchen haben gewonnen. Die sind richtig gut. Yeah, ich habe gewonnen. Diesmal möchte ich eine Pizza. Oh ja. Auf geht's. Eine gute Wahl. Für den Anfang schneide ich ein Stück aus. Jetzt nehme ich Tomatenmark und tupfe das gut auf meine Pizzaform. Vorsichtig, bloß nicht zu viel. Ich benutze auch gleich einen Pinsel, um das Tomatenmark ein bisschen zu verteilen. Hier kommt noch etwas geriebener Käse drüber. Das wird eindeutig köstlich sein. Und schließlich nehmen wir noch ein bisschen Peperoni-Salami. Was machst du denn da? Ups. Ach, du Tollpatsch. Mann, meine Pizza ist weg. Oh, ist das für mich? Oh, vielen Dank. Ich habe auch schon eine Idee. Ich werde nämlich eine süße Pizza machen. Die wird echt die coolste sein. Okay. Statt Soße gebe ich einfach ein bisschen flüssige Marshmallows drüber. Voll die gute Idee. Was haben wir hier? Skittles. Klappt wunderbar. Schön in Regenbogenform auslegen. Perfekt. Ich muss mir was Ungewöhnliches einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich werde meine Pizza einfach schwarz anmalen. Dafür benutze ich einfach Lebensmittelfarbe. Das ist ganz schön einfach. Mein schwarzer Teig ist fertig. Natürlich nehme ich jetzt noch Tomatenmark. So ist gut. Sieht doch schon wunderschön aus. Und was wäre eine Pizza ohne Käse? Okay. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Bingo. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Belag. Wie wär's denn mit Meeresfrüchten? Die passen perfekt zu meiner schwarzen Pizza, rein ästhetisch. Unsere Köche sind fertig und legen die Pizzas in den Ofen. Fertig sind wir. Diese Pizzen kommen jetzt auf den Tisch. Oh nein, was ist hier passiert? Meine Pizza ist ruiniert. Meine Pizza ist in Ordnung. Riecht wunderbar. Es wird Zeit, die Pizza zu probieren. Wow, die sieht ja richtig ungewöhnlich aus. Aber sind da etwa Muscheln drauf? Nee, die will ich nicht einmal probieren. Oh wow, das ist ja eine süße, bunte Pizza. Probieren wir mal. Schmeckt seltsam, aber ganz okay. Was haben wir hier? Das ist ja meine Lieblings-Pepperoni-Pizza. Oh, wie lecker. Yeah, diese Pizza hat gewonnen. Danke, mein kleines Enkelkind. Jetzt habe ich Lust auf ein Eis. Ich mache das leckerste Eis für meine Enkelin. Natürlich werde ich auch ein bisschen Kuchen benutzen. Ich kann mir bereits vorstellen, wie gut ihr das schmecken wird. Na, dann wollen wir mal anfangen. Das Wichtigste ist, jedes Stück klein zu hacken. Also schnapp ich mir diese Spachteln hier und fang an. Oh, was ist denn hier los? Wieso bin ich mit Kuchen bedeckt? Junger Mann, was erlaubst du dir da? Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen. Ah, was könnte einfacher sein? Ich werde das beste Eis aller Zeiten machen. Das wird perfekt. Und hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Dafür reibe ich ein bisschen Orangenschale drüber. Jeder mag diese Farbe. Und natürlich darf ein Minzblatt nicht fehlen. Und meine geheime Zutat. Spezielles dampfendes Wasser. Oh, sieht das gut aus? Schon wieder irgend so ein Unsinn. Das Wichtigste ist, dass man mit Liebe kocht. Mein Gericht wird am leckersten. Oh, hier ist was schiefgegangen. Ach, diese ausgefallenen modernen Gerichte. Okay. Fast fertig. Hier fehlt nur noch mein Lieblingssirup. So ist gut. Wunderschön. Okay, mein Eis ist fast fertig. Ich muss es nur noch in die Schüssel geben. Okay. Aha, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das sieht schon mal fantastisch aus. Hier fehlt nur noch Schlagsahne. Die liebt meine Schwester. Fantastisch. Und noch ein paar Skittles. Die kommen immer gut an. Und natürlich dürfen auch ein paar ihrer Lieblings-Oreos nicht fehlen. Und ich persönlich mag noch diese lecker schmecker knusprige Waffeln. Ja, aber hier fehlt noch was. Wow, das ist ja Schokosirup. Darf ich mir was leihen? Okay. Großartig. Das ist der letzte Schliff. Fertig sind wir. Na, seid ihr bereit, euer Eis zu präsentieren? Na dann los. Womit soll ich anfangen? Das ist ja richtig voll hier. Das ist das beste Eis, das ich je probiert habe. Wie toll. Und was haben wir hier? Hä? Warum ist da so ein Blatt drauf? Ist ja irgendwie seltsam. Ich will das Blatt nicht. Schmeckt viel zu sauer. Gefällt mir nicht. Hier kommt nur noch das letzte Eis. Recht okay. Oh, man. Also, gewonnen hat dieses Eis hier. Yeah, ich habe auch mal gewonnen. Ist ja cool. Was erwartet uns wohl? Oh, Hühnerkeulen. Ist ja toll. Oh nein, und dazu kriege ich eine scharfe Soße? Bloß nicht das. Und ich kriege einen leckeren Mais. Ist ja toll.
Schaut euch meine Limonade an. Die ist ja mega cool. Du solltest anfangen. Na gut. Hä? Wieso kommt da nichts raus? Ist die gar nicht flüssig? Was soll ich damit tun? Ach so, das ist so eine Art Gelee. Wie cool. Aua, das war aus Versehen. Hey, benimm dich, John. Oder gib uns was ab. Ja, genau, gib uns was ab. Hey, mach, dass ihr wegkommt. Das gehört mir. Das ist ja voll unhöflich. Na, warte. Ist mir egal. Mann, dieses Gelee ist mega lecker. Das war's. Ich bin voll. Du hast ja einen Riesenappetit. Jetzt ist immer dran. Ich wollte diese scharfe Soße nicht probieren. Ich tue einfach nur so, als würde ich sie auf meine Hühnerbeinchen gießen. Oh nein, so funktioniert der Trick aber nicht. Mach schon, Emma. Oh nein, die Soße dampft ja. Die muss ja mega scharf sein. Oh, das ganze Ding ist ja rot geworden. Das wird mir ganz schön schwer fallen. Aber ich muss es schaffen. Das ist ganz normales Hähnchen ohne scharfe Soße. Das hat nicht geholfen. Ich brenne. Hilfe. What? Oh Mann, was passiert denn hier? Mein Mais hat sich in Popcorn verwandelt. Ich werde dich löschen, Emma. Halte durch. Oh, jetzt geht's mir viel besser. Dankeschön. Oh Mann, meine Keulchen sind verbrannt. Dafür habe ich jetzt Popcorn. Schaut mal. Man muss einfach nur immer die positiven Seiten suchen. Richtig schön knusprig. Lass uns auch was probieren. Nein, 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 Finger weg. Ich hab nicht vor, mit euch zu teilen. Schau dir das an, John. Wir haben das Ohren sind gelb geworden. Was starrt ihr mich so an? Eure Ohren haben sich auch gefärbt. Oh nein, das kam ja unerwartet. Mal sehen, was wir diesmal bekommen. Roter Erdbeeren-Kaugummi. Was für eine tolle Überraschung. Riecht lecker. Dein Kaugummi ist zwar nett, aber ich habe eine ganze Wassermelone. Aha, bloß nicht das. Ich habe eine ganze Tasse mit lebenden Würmern. Guten Appetit, Miranda. Das sind übrigens Larven. Nimm das sofort weg. Du hast keine andere Wahl. Du solltest dich beeilen. Danke für deinen Ratschlag. Aber der wird mir wohl kaum helfen. Ich muss mir einfach vorstellen, das wäre Spaghetti oder so. Irgendetwas Leckeres. Nein, meine Fantasie funktioniert gar nicht. Ich habe genug davon. Du kannst doch nicht auf dem halben Weg aufgeben. Du musst das Ding zu Ende bringen. Was für ein dummer Ratschlag, John. Du hilfst mir gar nicht. Diese Würmer bewegen sich in meinem Mund. Ich halte das nicht aus. Wie machst du das bloß? Das ist ja verrückt. Ich glaube, ich werde dadurch Albträume bekommen. Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Die Würmer stecken in meinem Hals fest. Hey, du hast sie mir direkt ins Gesicht gespuckt. Tut mir leid, das war aus Versehen. Jetzt bist du übrigens dran. Danke, Miranda. Ich habe meine Wassermelone bereits in zwei Hälften geteilt. Jetzt kann ich sie essen. Oh, die duftet ja super. John, die rote Farbe gehört aber mir. Du kannst die Schale behalten und das Fruchtfleisch krieg ich. Das ist doch voll unfair. Das Leben ist überhaupt ziemlich unfair. Hier, bitte sehr, du kannst die Kerne haben und die Schale. Du brauchst mir gar nicht zu danken. Bitte sehr, noch mehr Kerne. Oh Mann, das ist mega unfair. Das schmeckt dir gar nicht. Nun, wenn du nichts essen möchtest, ich kann nicht darauf bestehen. Leute, ihr seid so witzig. Hör auf zu lachen. Ich hätte ja meinen Kaugummi fast vergessen. Lecker Schmecker. Wieso kriegt sie das Leckerste? Ich weiß, ihr seid neidisch auf mich. Schaut mal, hier kommt meine Kaugummiblase. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich an ihr räche. Na, warte. Hey, ich sehe doch gar nichts. Was hast du angerichtet? Oh,
schau mal, die Farbe steht dir. Unsere Hälse sind auch bunt geworden. Bereit für die nächste Runde? Oh nein, das ist ja eine Krabbe. Die sieht ganz schön unheimlich aus. Die lege ich erstmal zurück. Du hast wenigstens eine Ahnung, was du bekommen hast. Ich weiß es gar nicht. Das sind ja frische Pommes. Na, endlich kann ich was essen. Dann fang an, Miranda. Manchmal könnt ihr so nett sein. Diese Pommes sind richtig schön warm. Jetzt kämen die gerade erst aus dem Ofen. Schmeckt super. Klasse. Mal sehen, was ich hier bekommen habe. Aha, das ist ein Lutscher. Und in der Box ist Brause drin. Oh ja, da kann ich meinen Lutscher einfach reintunken. Der Hammer. Das ist nicht fair. Alle außer mir haben was Leckeres bekommen. Ich muss diese gruselige Krabbe hier essen. Oh, die piekst auch noch. Wieso ist das so ungerecht? Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich liebe Pommes, ich krieg echt nicht genug davon. Hä? Wo ist mein Teller hin? Emma, du hast meine Pommes genommen. Ich war es nicht, das war meine Krabbe. Tut mir leid, die war nicht aufzuhalten. Hör auf, gib mir sofort die Pommes zurück. Oh, das sieht nach was Spannendem aus. In Ordnung. Nimm deine Pommes. Moment, ich brauche ein bisschen von dieser Krabbe. Was machst du da? Ich werde die kochen. Die werde ich doch nicht roh essen. Genial, das hast du ja gut durchgedacht, Emma. Oh nein, ich habe meinen Finger verbrannt. Voll heiß. Dann werde ich wohl eine Zange benutzen. Gleich nehme ich die Krabbe raus. Die duftet ja toll. Wird sicher schmecken. Emma, wir wussten gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Dürfen wir mal? Natürlich nicht. Ihr braucht mich gar nicht erst zu fragen. Die Krabbe habe ich zubereitet, also werde ich sie essen. Oh, da ist so viel Fleisch drin. Das ist mega lecker. Das ist wirklich fantastisch. Awesome. Schau dir deine Nase an, die ist rot geworden. Und deine ist grün. Wir öffnen die Decke. Oh wow, ich habe einen Donut. Wie lecker. Genau das Dessert habe ich mir jetzt gewünscht. Endlich kann ich was essen. Was für ein toller Lolli. Wie geht's? Ist da ein Skorpion drin? Ich habe eine Süßigkeitenbox, die sieht ja toll aus. Oh. Miranda, nicht so schnell. Ich bin Erste. Siehst du, ich esse meinen Donut bereits. Der ist so schön weich und süß. Unglaublich. Oh Mann, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Gib mir was. Was hast du getan? Ich habe mir den Finger gebissen wegen dir. Tut mir leid. Ich werde dir helfen. Da kleben wir schnell ein Pflaster drauf. Ja, tu es. Mein Donut, wie toll. Ist ja lecker. Davon will ich gleich mehr. Oh, vielen Dank, du hast mir geholfen. Wo ist mein Donut hin? John, willst du mir was sagen? Wie auch immer, es ist zu spät. Ess deinen Lutscher. Ich will nicht, Emma. Jetzt mach schon. Der schmeckt besser, als ich gedacht habe. Oh, Igitt, wie kannst du das nur essen? Ich kann gar nicht zuschauen. Also, mir gefällt der Lutscher. Ist ja nur Karamell. Oh nein, ich habe den Skorpion ganz vergessen. Jetzt habe ich ihn im Mund. Mach, dass er wegkommt. Ich bin fertig. Miranda, du bist dran. Mit Vergnügen. Ich habe schon voll Lust auf diese Süßigkeiten. Das Stück war grün, also gehört es mir. Und das hier ist rot, also gehört es mir. Das ist aber voll unfair. Und wann werde ich was essen? Na, wartet. Gleich kriegt ihr so viele Bonbons, wie ihr wollt. Was machst du da, Miranda? Leg die Schleuder weg. Oh nein, das habe ich sicher nicht vor. Die hatte sich wer kann. Viel Glück. Oh. Wir können die Bonbons hier einfach fangen. Mach den Mund auf. Ich glaube, ich habe keine mehr. Oh, endlich ein gelbes Bonbon. Ich kann es gar nicht glauben. Ich muss es probieren. Ich habe
habe so lange auf den Moment gewartet. Na, wie läuft's, Miranda? Schmeckt's? Aber klar doch. Schaut euch eure Hände an. Ja, aber deine auch. Jetzt nehme ich den Deckel ab. Hui, ich krieg einen Gummibären. Einen riesigen Gummibären. Super. Du hast aber Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Ich muss sofort einen Bissen nehmen. Das geht nicht. Ich muss mir was einfallen lassen. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde diesen Spalt hier benutzen. Und von diesem Stück kann ich endlich was abbeißen. Das schmeckt super lecker. Großartig. Der beste Gummibär aller Zeiten. Den Rest werde ich mit bloßen Händen zerreißen. Nur um es zu essen. Hey, sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Oh. Wow, Emma, du bist ja ganz rot. Und Miranda, jetzt bist du dran. Oh Mann, rohe Eier? Also ich habe wirklich was Besseres erwartet. Ja, da lässt sich aber nichts machen. Genieß dein Essen. Come on! Du kannst es nicht ablehnen. Iss es. Sonst stopfen wir es in dich hinein. Okay, das werde ich schon irgendwie schaffen. Obwohl, das ist gar nicht einfach. Hey, wir haben uns geeinigt, dass du das essen wirst. Lass dir helfen. Ich mache dir deinen eigenen Eiercocktail. Glaub mir, das wird dir schmecken. Wir nehmen schön viele Eier, packen die in den Mixer und schlagen sie auf. Das war's auch schon, das wird ganz einfach. Hey, sei doch vorsichtig, John. Oh, sorry, Emma, ich hab dich nicht gesehen. Okay, und jetzt schlagen wir den Cocktail auf. Jetzt kommt er in dieses wunderschöne Glas. Das wird der Hammer. Yummy. Das würde ich selber gerne trinken. Danke, John. Sieht zwar gut aus, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das eklig sein wird. Sag ich's doch, rohe Eier. Ich halte das nicht aus. Warum musst du mir das direkt ins Gesicht spucken? Ist das deine Dankbarkeit? Ich hoffe, ich krieg was Leckeres. Obwohl, nein, das sind ja grüne Erbsen. Das will ich nicht. Na los, mach schon, John. Du hast selber gesagt, das sind die Regeln. Ich krieg die Dose nicht auf, tut mir leid. Lass mich mal ran. Schau, so einfach ist das. Bitte sehr. Vielen Dank, Emma. Was würde ich nur ohne dich tun? Ohne dich würde ich diese mega ekligen Erbsen jetzt nicht essen. Wobei, ich geb's noch einen Versuch. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich habe die gesamte Dose aufgegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir so schmecken würde. Oh nein, hier stimmt was nicht. Bloß nicht das. Ich hab Blähungen. Tut mir leid. Wieso hast du das getan, John? Wir ersticken noch gleich. Sorry, das wollte ich nicht. Wir werden zurückkatapultiert. Gut, dass ich ein kleines Ei habe. Warum ist das Ei so groß? Was für ein Albtraum. Haha, es scheint, dass Vita wirklich Pech hat. Hör auf zu lachen. Komm schon, Casey, iss dein Ei. Auf keinen Fall, Alex, du machst das zuerst. Naja, lass mich dieses Ei schütteln. Ich werde einen Bissen probieren. Irgendwas funktioniert es nicht. Ups, ich habe etwas für dich, Alex. Hier, bitte sehr. Danke, Casey. Okay, los geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Das ist ekelhaft! Ah, ein riesiges Eigelb! Igitt, mir wird das schlecht! Was für ein Gesicht hast du, Alex? Na los, iss dein Ei, Casey! Einfach, sieh mal, was ich habe! Hm, was hat sie? Nun, wir müssen erst alles vorbereiten. Jetzt das Ei in der Bratpfanne schlagen. Und braten. Voila, das perfekte Rührei ist fertig. Wow! Zeit zum Essen. Mm, das schmeckt so gut. Jetzt bist du dran, Vita. Come on! Oh nein, was ist da drin? Okay, hier gibt es ernsthafte Maßnahmen. Aua! Wow! Ich brauche
hier etwas, um mich zu schützen. Was wird sie tun? What? Huhu. Vorsichtig! Peter, hör auf! Das tut uns weh! Schauen wir mal, was drin ist. Das sind eine Menge cooler Süßigkeiten auf einmal. Lecker! Peter, teile mindestens einen Leckerbissen mit mir, bitte. Nun, na also, nimm den. Also gut. Oh, vielen Dank, Peter. Ja, danke schön. Das ist so nett von dir. Oh, so hübsch. Mimimi. Wow, was für ein tolles Müsli ich habe. Es ist einfach unfassbar. Es ist so riesig. Sieht aus, als hättest du Pech gehabt wieder. Hey, lacht so viel, wie ihr wollt. Oh, das ist so ein schönes Klingeln. Nur eine? Ich habe noch Milch. Ein Tropfen? Nur ein Tropfen? Das ist das Problem. Haha, arme Vita. Iss lieber dein Müsli, Alex. Ich bin voll dafür. Juhu! Miam, miam, miam. Und jetzt Milch trinken. Ja. Wow, das sieht super lecker aus. Jetzt alles auf einmal. Juhu. Oh, wie gierig er doch ist. Ja, sieht nicht mehr so appetitlich aus. Wow, das war fantastisch. Casey, jetzt bist du dran. Oh, wie soll ich denn so viel Milch trinken? Hier ist eine Idee. Das ganze Müsli in eine Schüssel schütteln. Yeah. Oh, was für eine Menge Müsli Casey hat. Wow. Flockenregen. Yeah. Fang das Müsli. Und jetzt fügen wir etwas Milch hinzu. Ja. Einfach großartig. Juhu. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Das ist einfach unglaublich köstlich. Ich frage mich, wie lange sie brauchen wird, um alles zu essen. Schau mal, wie lustig meine Schwänze sind. Puh, ich habe endlich alles ausgegessen. Was ist passiert? Ich glaube, da hat jemand zu viel gegessen. Oh, mir geht es nicht gut. Das ist ein schöner Kuchen. Wow, was für ein großer, leckerer, cooler Kuchen. Hey, Vita, schau mal, was Casey da hat. Wow. Ah, was für einen tollen Kuchen ich habe. Oh, was für einen kleinen Kuchen du hast, Alex. Ja, ja, Alex hat einen sehr kleinen Kuchen. Lach nur. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu essen. Und ich habe sogar eine Gabel und ein Messer. Ja, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Lecker. Wie köstlich ist das? Wie köstlich er ist. Komm her, mein Kuchen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Komm schon, Vita, du bist dran. Du musst mich nicht lange auflehnen. Das ist köstlich. Oh, das ist super lecker. Oh, wie schlampig ist ihr Essen. Ich möchte alles aufessen. Haha, sie ist ganz blau geworden. Ja, das ist so witzig. Warum lacht ihr? Iss lieber euren Kuchen. Casey, du bist dran. Ich bin voll dafür. Oh, ich kann mir das nicht ansehen, Igitt.
Lecker. Gacy, pass auf. Nein. Was ist mit euren Gesichtern los? Ah! Oh, sie wurde von ihrem eigenen Kuchen genagelt. Puh, das ging vorbei. Aua! Und das ist auch etwas, das man genießen kann. Wieder lecker. Ich möchte auch ein bisschen. Cool, ich habe Marshmallows. Genau, was für ein toller Anfang. Ja, aber wieso habe ich nur so wenig? Aber ich weiß schon, wie ich das Ding essen werde. Ich liebe geröstete Marshmallows. Genau das habe ich auch vor. Ich lasse mein Marshmallow schmelzen und benutze es als Dip für meine kleinen Kekse hier. Wie köstlich. Und ich brauche gar nicht so viel Marshmallows wie ihr. Hä, willst du tauschen? Abgemacht. Cool, das ist wirklich gut. Diese Marshmallows werde ich mit Schokolade zusammenmischen. Und mit etwas scharfem Tabasco. Scharfen Tabasco? Wieso? Das wirst du gleich sehen. Ah, sie brennt! Genauso wie meine Marshmallows. Beruhigt euch, alles ist unter Kontrolle. Jetzt habe ich wieder einen Dip. Warte! Ups, ich habe meine Kraft überschätzt. Hey, was machst du da? Du schubst mich. Sorry, das wollte ich nicht. Lass uns tauschen. Von mir aus. Großartig, jetzt habe ich selber so einen tollen Keks-Dip. Hey, du hast voll viel. Kannst auch mit mir teilen. Hey, viel Fraß. Okay. Dann auch noch voll unhöflich. Wie auch immer, ich mache mir auch daraus einen tollen Nachtisch. Wie macht sie das nur? Diesmal mache ich mir einen Drink draus. Du bist ja ein Genie. Okay. Erdbeeren und M&Ms passen gut dazu. Und zu guter Letzt noch etwas Schlagsahne. Sieht toll aus. Oh Mann, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Gib mir auch was. Hände weg, ihr habt selber was. Doritos-Treffer. Schaut euch diese Tüte an, die ist ja riesig. Und meine ist winzig. Wie schade. Okay. Was für eine Schande. Ich fange an. Wie lecker. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich gebe noch etwas Tabasco hinzu. Hey, passt doch auf. Oh Mann, so viel scharfe Soße. Ich weiß, aber so mag ich meine Doritos. Wow, du bist ja mutig. Das war noch nicht alles. Ich werde meine Chips auch noch in die Soße tunken. So werden die noch besser schmecken. Besser schmecken? Lass mich mal auch was probieren. Was? Die sind ja feurig scharf. Ach wirklich? Aber dafür wirst du sie mir nicht stehlen. Ich brauche dringend meine Chips. Gib mir Wasser. Ich habe leider kein Wasser, aber ich habe hier Soße. Gib mir schnell irgendetwas. Nein, das ist auch scharf. Mann, bist du ein Weichei. Julia, jetzt bist du dran. Okay, aber leider habe ich nicht sehr viel. Was? Soll das ein Witz sein? Das sind ja nur Krümel. Ha, tatsächlich, die hat ja nur Krümel. Ah, gar nicht. Ich habe noch eine gigantische Packung bekommen. Come on! What? Die wird mich sicher satt machen. Jetzt sehen meine Chips gar nicht mehr so spektakulär aus. Wassermelonen, wie toll. Aber wieso ist meine so winzig? Meine hat genau die richtige Größe. Unglaublich. Die ist ja gigantisch. Du magst vielleicht mehr haben, aber dafür kann ich anfangen. Was für ein toller Geschmack. Okay. Einfach so eine Wassermelone zu essen, ist voll langweilig. Ich habe eine Idee. Wieso bohrst du da ein Loch rein? Ja, wieso? Das
Das brauche ich, um an das Innere ranzukommen, das ich auch noch püriert habe. Jetzt kann ich die Wassermelone einfach austrinken. Charlotte, jetzt bist du dran. Ich weiß, ich werde einen Löffel benutzen. Das ist so lecker. So richtig saftig. Wow. Sieht fantastisch aus. Das sieht nicht nur fantastisch aus, das ist fantastisch. Oh, wisst ihr was? Ich kann da jetzt noch Limonade reinkippen. Die wird den Geschmack noch besser machen. Man kann nie genug Limonade haben. Oh Mann, das sieht toll aus. Ich will auch was probieren. Zuerst probiere ich was. Oh, wie toll. Wir wollen auch was. Oh nein, Pfoten weg. Das gehört mir alleine. What? Die ist so gierig. Wie wär's mit etwas Mentos? Gute Idee. Hä? Was habt ihr getan? Nein! Jetzt bin ich total klebrig. Nutella, schön. Aber warum habe ich nur so ein kleines Glas? Und so einen gigantischen Löffel dazu. Bei mir passt alles perfekt. Die Größe des Glases und die Größe des Löffels. Ich bin total zufrieden. Schaut mal, wie viel Nutella ich habe. Oh, ich liebe es. Wunderbar. Schau mal einer an. Der isst bereits. Mein Löffel ist zu klein. Lass uns tauschen. Ich habe einen zu großen Löffel, okay. Nein, 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 hier wird nicht getauscht. Das geht gegen die Regeln. Hä, was soll das denn? Mann, Ethan, du bist voll gemein. Okay, dann werde ich eben diese gigantische Portion mit so einem kleinen Löffel hier essen. Ha, ich finde das total amüsant. Mit dem Finger ist das auch nicht besonders bequem. Aber immerhin lecker. Ich muss dieses Seil loswerden. Einverstanden. Oh nein, das verspricht nichts Gutes. Das war total einfach, uns zu entfesseln. Charlotte, ich schlage vor, jetzt fesseln wir Ethan. Einverstanden. Hey, das ist doch total grausam. Und den Mund müssen wir ihm auch zukleben. Das war's, Ethan. Ruh dich aus und wir nehmen uns so lange deine Nutella. Kaugummi, das ist wunderbar. Wow. Awesome. Und ich habe auch noch so viel davon. Das denkst du? Schau dir meine Portion an. Ha, eure Portionen sind nicht mal annähernd so gut. Gib uns was. Hey, Finger weg. Okay. Okay, ich fang an. Zuerst muss ich das Päckchen aufmachen. Hey, wieso wirfst du mit den Sachen nach mir? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Jetzt bin ich dran. Aua, das hat doch wehgetan. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Ich habe nicht nur den größten Kaugummi, sondern auch noch den leckersten. Jetzt bin ich dran mit Kaugummi kauen. Ich bin auf Wolke 7. Das werde ich auch bald sein. Ich würde so gerne deinen Kaugummi probieren. Bitte sehr. Hey, das ist doch voll eklig. Ach, komm schon. Mann, ich hab nichts mehr. Gib mir was, Ethan. Nö. Hey, was machst du denn, Ethan? Ich bring mich vor Dieben in Sicherheit. Er hat mich auch angespuckt. Schon mal was von Manieren gehört? Wen interessiert er schon? Schaut euch mal meine Kaugummiblase an. Oh nein, die wird doch gleich platzen. Da muss ich eingreifen. Ach komm schon, das hat doch Spaß gemacht, oder? Also ich schlage vor, wir fangen mit Spaghetti an. Oh, das ist doch ganz einfach. Oh, ich weiß, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde mir schon was überlegen. Das ist auch ganz einfach. Zuerst kommen die Spaghetti hier in dieses kochende Wasser. Aber die sind irgendwie viel zu lang.
Ah, ich weiß, ich muss sie einfach ein bisschen weiter reinschieben. Natürlich mit den Händen, wie denn sonst? Ah, das ist voll heiß, meine armen Hände. Na, wer macht denn sowas? Man muss doch die Spaghetti am Rand des Kochtopfes verteilen. Die werden dann langsam weich und rutschen in den Kochtopf. Spaghetti? Oh, come on. Habt ihr das etwa im Supermarkt gekauft? Die besten Spaghetti sind handgemachte Spaghetti. Im Restaurant mache ich das genauso. Das ist auch gar nicht schwer. Man muss nur eben lieben, das, was man tut. Spaghetti sind meine Leidenschaft. Zuerst nehme ich etwas Mehl, da kommt ein Ei rein, ein bisschen Salz. Und jetzt schön zusammenkneten. Daraus machen wir den Teig. Und damit der Teig auch noch interessant aussieht, gebe ich noch etwas Lebensmittelfarbe hinzu. Mein Teig ist fertig. Jetzt muss es eine Weile liegen bleiben. Na also. Jetzt heißt es abwarten. Aber das ist doch viel zu langsam. Mein Rezept ist viel einfacher. Ach, wirklich? Ich habe doch gesagt, so lange hat das ja gar nicht gedauert. Aus diesem Teig mache ich unglaublich gute Spaghetti. Zuerst muss ich den Teig gut ausrollen. Und dann mit einem speziellen Messer in dünne Streifen schneiden. Jetzt kann ich diese Streifen in den Kochtopf geben. Na also. Okay. Tada! Ein paar Minuten und meine Spaghetti al dente sind fertig. Dazu kommen noch ein paar frisch geröstete Oktopusse. Oh, das sieht ganz schön edel aus, nicht wahr? Was machst du denn da, Oma? Oh, ich mag Ketchup mit Spaghetti. Oh, was ist denn da los, Tom? Was machst du da? Ich versuche, meine Spaghetti aus dem Topf zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, mach dir keine Sorgen. Du hast sie bloß ein bisschen zu lange gekocht. Ja, und was soll ich jetzt tun? Ah, ich weiß es. Zum Teufel mit diesen Spaghetti. Ich habe eine viel schnellere Möglichkeit gefunden. Ich brauche einfach eine Schachtel Pororo koreanischer Nudeln. Ah, die sind richtig schön köstlich und farbenfroh. Igitt. Ihr seid doch bloß neidisch auf mich. Kate wird auf jeden Fall sich für meine Nudeln entscheiden. Okay, sehen wir mal. Ich fange mal mit diesen schwarzen Spaghetti an. Sowas habe ich ja noch nie gegessen. Mal sehen. Nee, das ist ja ekelhaft. Wer isst denn so ein Dreck überhaupt? Okay. Diese Spaghetti sehen viel schmackhafter aus. Ich liebe Spaghetti mit Ketchup. Aber irgendwie ist das viel zu einfach. Ich habe was Besseres erwartet. Okay. Oh, jetzt wird es Zeit für die Pororo-Nudeln. Mal sehen, wie die schmecken. Die sind so schön rot. Ich liebe es. Warum sind die so würzig? Du meine Güte. Aber das war richtig cool. Auch wenn ich Scharfes normalerweise nicht mag, gewinnst du hier. Diesmal wünsche ich mir einen schönen Kakao. Na, worauf wartet ihr denn noch? Come on! Oh, das werde ich schaffen. Auf jeden Fall. Ah, sowas schaffe ich sogar. Natürlich fangen wir mit Milch an. Die Milch kommt nämlich in den Kochtopf. Und jetzt wird sie langsam aufgewärmt. Jetzt geben wir den Kakao hinzu und verrühren das alles. Und jetzt wird es Zeit für meine geheime Zutat. Und zwar etwas Schokolade. So schmeckt der Kakao gleich viel besser. Na, jetzt wird es Zeit, den Kakao in die Tasse zu füllen. Am besten macht man das mit einer Schöpfkelle. Schön vorsichtig. Na also. Ach, das riecht auch noch unglaublich lecker. Ja, es stinkt im ganzen Raum, Oma. Mein Rezept ist auf jeden Fall das Beste.
Wie wär's denn mit Sahne? Mein Kakao kommt in die Tasse. Und jetzt mache ich mich an die Schlagsahne. Also, jetzt muss ich die Sahne aufschlagen. Wusstet ihr, dass selbstgemachte Schlagsahne viel besser schmeckt als die als aus dem Supermarkt? Come on! Diese Sahne kommt jetzt auf meinen Kakao drauf. Aber das war noch nicht alles. Cool. Viel appetitlicher wird das Ganze noch mit ein paar Marshmallows. Ich meine, alle mögen Marshmallows. Jetzt ist es perfekt. Das ist doch viel zu umständlich. Ich benutze einfach Schokosirup und Schlagsahne aus dem Supermarkt. Ah, und ja, Marshmallows dürfen auch nicht fehlen. Da hast du recht. Aber das war noch nicht alles. Wie wär's denn mit noch ein paar kleinen Keksen? Ich liebe die Dinger. Okay. Außerdem sehen die gut aus. Und noch ein paar M&Ms. Ah, ich gebe die einfach alle gleich mit hinein. Und den Schokosirup nicht vergessen. Na, das nenne ich einen Kakao. Das wird Kate gefallen. Mal sehen. Kate, bitte sehr. Tom, dein Kakao sieht wirklich toll aus. Ich denke, damit werde ich anfangen. Unglaublich gut. Hoffentlich sind die anderen Kandidaten mindestens genauso gut. Das ist der Kakao von meiner lieben Großmutter. Tut mir leid, aber der Kakao von Tom schmeckt besser. Jetzt kommt die letzte Tasse. Dieser Kakao gefällt mir auch. Ich weiß gar nicht, wen ich auswählen soll. Tom, du hast mal wieder gewonnen. Jetzt möchte ich, dass ihr mir ein paar Chips macht. Ich hoffe, ihr schafft das. Chips? Das werde ich auf jeden Fall schaffen. Wir werden ja noch sehen, wer gewinnen wird. Wie macht man Chips überhaupt? Ich esse die normalerweise nur. Tom, zuerst muss man die Kartoffeln schälen. Und zwar mit einem speziellen Werkzeug. Das ist ganz schön einfach. Jetzt müssen wir diese Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, damit die auch wie echte Chips aussehen. Wunderbar. Das mache ich noch genauso mit den anderen Kartoffeln. Und jetzt kann ich sie braten. Okay. Das Wichtigste ist, schön viel Öl hineingeben. So werden die Chips knuspriger. Okay, das habe ich verstanden. Ich bin mir sicher, meine Chips werden die besten sein. Mann, ich habe noch nie Kartoffeln geschält. Aber ich glaube, das schaffe ich auch mit einem normalen Messer. Oh, voll lustig. Was machst du denn da? Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber dafür habe ich die schön geschält, oder? Hier kommt mein Lieblingsteil. Die Kartoffeln in ganz dünne Scheiben schneiden. Okay, schön viel Öl hineingeben. So hat's mir die Oma erklärt. Und jetzt kommen meine Kartoffeln in die Pfanne. Ja, Tom, ich glaube, du hast zu viel Öl benutzt. Das wird gleich spritzen. Ihr habt doch wirklich keine Ahnung, wie man Chips macht. Ich hingegen werde Kate echte Nachos zubereiten. Dafür nehme ich eine Mais-Tortilla und schneide sie in kleine Dreiecke. Jetzt brauche ich etwas Öl in der Pfanne. Und da kommen jetzt die Dreiecke rein. Und wenn ich die erstmal gebraten habe, verwandeln die sich in Nachos. Fertig. Wir können die rausnehmen. Sieht wunderbar aus. Jetzt muss ich sie nur noch wunderschön auf dem Teller servieren. Ich werde geschmolzenen Käse als Soße verwenden. So schmecken meine Nachos viel besser. Und außerdem gehört da noch eine Limette mit hinein. I've got it. Oh, ist das schön. Ich liebe es. Ich hoffe, das wird Kate gefallen. Moment mal, wo kommt dieser Brandgeruch her? Tom, was hast du angerichtet? Ich habe mich doch nur ganz, ganz kurz abgelenkt. Oh Mann, jetzt muss ich Kate diese Kohlenstücke hier geben. Ach, sei nicht traurig, vielleicht wird sie ihr gefallen. Ah, ich weiß, was helfen kann.
Wie wär's denn mit etwas Käsesoße? Wobei, Soße habe ich nicht, aber ich benutze einfach Pulver. Wunderbar. Na, ich weiß ja nicht. Come on! Na, mal sehen, was haben wir denn da? Tom, zuerst fange ich mit deinen Chips an. Ih, die sind ja voll verbrannt. Hey, you. Igitt. Und was ist das denn? Also, ich muss sagen, ich habe noch nie echte Nachos probiert. Naja, ich weiß ja nicht. Gefallen mir nicht wirklich. Und was hat die Oma gemacht? Boah, das sieht nach richtigen Chips aus. Mann, sind die gut. Oma, ich muss dir sagen, in dieser Runde hast du gewonnen. Das sind die besten Chips.